Hey, ich bin Simi und willkommen zur letzten Runde Türkei gegen China, also Navi eSport gegen die Wildcats aus Istanbul. Und es war ein gutes 1 gegen 1. Letzte Runde war das ein bisschen mies gespielt von Navi. Die hatten komische Picks dabei, etc. Und wir gehen auf Corki First Pick, tatsächlich. Ja, gegen Orianna wahrscheinlich in der Mitte. Ich nehme an, dass Corki hier als Midlaner gespielt wird. Außerdem Jayfer im Jungle auch ein sehr, sehr Early Pick für den Jayfer. Muss aber sagen, Orianna Jayfer ist natürlich auch eine ekelhafte Combo. Die hat man natürlich auch gerne im Team. Ja, kann man sich auf jeden Fall gut mitnehmen. Ghost ist der Jungler hier von Navi eSport. Überlegt noch, was man eventuell picken könnte. Man nimmt die Akali. Ja, sehen wir heute zum ersten Mal. Wird wahrscheinlich auf die Solo-Lane gepackt. Ich bin sicher, dass man die nicht auf der Mitte zockt. Obwohl, ich bin mir nicht sicher, wie die Spielerqualität ist von Akali-Spielern. Ja, ob Garen da der bessere Akali-Spieler ist als, ja, als der Sky. Ansonsten könnte man natürlich Akali auch irgendwie in die Mitte packen. Man gönnt sich hier Alistar, Kaiser, sehr, sehr stark Combo für die Botlane. Sehr, sehr stark. Dann braucht man natürlich noch einen ADC für den guten Rakan oder einen Midlaner. Ja. Je nachdem, wo man Korki jetzt hinpackt, man nimmt den guten Dude Xayah. Xayah Rakan, klassische Combo. Ist, glaube ich, auch eine der besten Combos, die man zurzeit haben kann in diesem Spiel, muss man ehrlich sagen. Und der Wukong. Ja. Und der Wukong im Dschungel. Hat letztes Game nicht so gut funktioniert. Da hat der Wukong, glaube ich, gegen den Olaf gespielt. Ja, der Olaf hat da sehr, sehr gut aufgeräumt. Und der Last Pick ist ein Cannon. Sehr nice. Oder nicht? Ist ein Gragas. Ich habe mich schon gefreut. Cannon sieht man immer weniger. Gragas, Cannon, Fiora, Cannon. Was haben wir? Gragas. Ich denke, es wird eher ein Gragas sein, to be honest. Oder? Letzter Switch. Leider haben wir einen Gragas. Ich hätte gerne einen Cannon gesehen. Man sieht immer weniger Cannon-Spieler. Wir sehen Gragas auf der Solo-Lane, Orianna in der Mitte, Kaiser, AD Carry und der gute Alistar als Supporter. Ja. Tatsächlich geht dir vielen Dank für den Resub. Danke, danke, Batch, für deinen zweiten Monat. Herzlichen Dank. Bin, by the way, gerade live. Gerne mal meinen Stream auschecken. twitch.tv/simiotv. Kurz Eigenwerbung auf meinem eigenen Kanal. Und Garen ist tatsächlich mit Akali auf der Top-Lane. Und wir gehen in die Runde rein. Let's go. Korki Midlane. Wie sehen die Win-Chancen aus? Ich glaube irgendwie gerade immer noch an Navi, to be honest. Also Navi hat gezeigt, die können richtig gut performen, die können auch gut von hinten spielen. Aber es wird, denke ich, daran, wenn dann scheitern, dass irgendjemand wieder snowballt. Ja, ziemlich sicher. Jayfer im Jungle. Gegen den guten Wukong im Jungle. Man muss sagen, das Setup von Wildcats ist natürlich auch wieder sehr, sehr böse für ein Teamfight. Ja. Orianna hat da zwei Engages für ihre Ultimate mit dabei. Vielleicht sogar drei mit der Kaiser-Ultimate. Ist eine starke Sache. Wobei ich eigentlich fast jedes. Oh, to be honest, sind nicht beide Teams sehr, sehr stark im Teamfight. Ja. Es wird wieder darauf hinauslaufen, wer es besser played. Also von den Picks her finde ich beide Teams ziemlich, ziemlich solide und ausgeglichen. Wobei ich sagen muss, jungle-mäßig, ich finde J4 stark, aber man muss irgendwie gut um den drumherum spielen können. Okay. Ansonsten wird da nicht viel passieren. Sobald du mit Jayfer irgendwie einmal wegfällst, ist over. Stimmt. Die haben sogar passende Skins. Xayah und Rakan, beide mit dem Valentinstag-Skin. Das passt auf jeden Fall. Kleiner Leash hier für den Wukong. Hat sich sofort den Red Buff geholt. In der Mitte wird auch sofort ein bisschen gepokt. Ah, da macht die Orianna natürlich ekelhaft Damage. Orianna ist so ein Lane-Bully. Da gibt es kaum jemanden, der gerne gegen Orianna spielt, glaube ich. Sehen wir schon direkt einen ersten Gank-Versuch. Man versucht ja irgendwie dem Corki zu helfen. Währenddessen auf der Botlane schon direkt ein Engage. Da musste der Yuzi gerade rausflashen. Sehen wir gerade auf der Minimap. Ich sehe es nur auf der Minimap leider. Es wird nicht runtergeführt. Und da ist das First Blood. Ja, der Kameramann sollte hier wirklich entlassen werden. Mumu, das ist aber gefährlich. Botlane, gab es einen harten Fight. Da muss er rausgeflasht. Mumu, das ist gefährlich. Ist immer noch gefährlich. Tower ist. Oh mein Gott. War eine gefährliche Sache. Man hat das First Blood bekommen auf Mumu. Das ist natürlich schön. Ein First Blood ist auf AD Carry, glaube ich, immer mit am besten. Es gibt kaum einen. Da kommt der Engage. Das sollte der Kill sein auf dem Supporter. Ein OPC ist jetzt aber auch wieder tot. Oh, Double Kill für Mumu im Early Game. Das tut weh. Ich sag mal so: Es gibt kaum einen besseren Helden, ja, wo du im Early Game Kills drauf haben kannst, als ein Assassin oder ein AD Carry. Wenn ein AD Carry, der irgendwie durchsnowballt, ja, und jetzt sogar einen Red Buff bekommen hat, wurde ihm persönlich auf die Lane geliefert. Dann ist es natürlich der beste Start für das Spiel für das Team von Navi eSport. Die können ja auf jeden Fall sehr, sehr gut snowballen, wenn sie wollen.
Da wird einmal die Lane rausgepusht. Der J4 kommt erneut zum Gank. Schön Engage hier. Kommt aber, denke ich, noch mit raus. J4 noch nicht seine Combo benutzt. Nur noch zwei Balken AP von Navi Mumu. Hat jetzt aber die Barrier ab. Kommt Engage. Und das sollte der Kill sein. Jo. Man hat sich seinen Red Buff erneut wiedergeholt. Muss man sagen, es wurde nicht gewardet. Dementsprechend war es halt auch ein entspannter Gang. Er konnte einfach durchrennen und sich da sein Red Buff wiederholen. Ja. Es war aber trotzdem ein gutes Spiel. Man hat lange überlebt. Ja, Navi eSport hier von der Botlane. Und Yuzi macht das hier gerade ganz schön. Wartet auf seinen AD Carry. Lässt die Minions nicht in den Tower rennen. Außer einen, der da wahrscheinlich sterben wird. Und die anderen werden dann vorbereitet für den guten AD Carry. Midlane. Mit ausgeglichen. 1,5 Minuten für den Dragon. Man geht wieder auf die Botlane. Er holt sich hier die Scuttle zu dritt. Die nimmt man auf jeden Fall mit. Jo. Danke, danke für die Scuttle. Gold technisch. 1000 Gold ahead. Team Navi. Ja. Die gute Xayah hat jetzt schon 1,5 Items. Hat sich ein BF-Sword gekauft, hat sich schon mal ein Anti-Heal geholt. Ja, weniger Heilung für den Gegner. Der gute Garen macht ja natürlich auch einen guten Job. Hält er den Gragas sehr, sehr gut auf Distanz. Ich denke, diese Runde sollten wir wirklich ein Auge auf die Xayah behalten. Ja, wirklich. Denn wenn der so ein bisschen Gold ahead kommt, der wird komplett durchsmurfen. Bin ich mir ziemlich sicher. Level 5 ist für beide AD Carries, aber der gute Mumu ist jetzt schon gleich Level 6 geworden. Durch das First Blood und natürlich auch durch den zweiten Kill auf den Jungler. Dragon spawnt in 30 Sekunden und wird natürlich ein Corki-Paket haben. Dessen gerade der Top-Lane-Gank. Akali ist immer ein bisschen schwierig zu ganken. Dadurch, dass sie halt ihre Jumps hat, die hat ihre Wolke, in der sie sich verstecken kann. Das ist weniger ein Problem für die Gute. 15 Sekunden der nächste Drake. Der gute J4 ist noch nicht mit da. Ist jetzt gerade erst am Resetten. Der Wukong hat schon resettet. Der könnte theoretisch direkt zum Drake gehen. Aber die Botlane. Botlane geht einmal zurück. Na, guter Rakan. Gute Xayah einmal in der Base gewesen. Der gute SkyFL wird sich hier jetzt sein Paket holen. Zack. Jetzt als Corki-Paket. Und es wird wieder ein 5 gegen 5 Fight. Akali rennt jetzt gerade runter. Sollte circa gleichzeitig ankommen mit dem Corki zusammen. Jetzt in der Midlane. Hallo, hallo, liebe Leute, da ist die Akali. Pusht die Midlane wieder mit aus. Und es wird ein 5 gegen 5 Fight. Ich bin gespannt. Natürlich hat man den Vorteil, dass man einen AD Carry hat mit 4000 Gold. Und der kann eventuell sehr, sehr gut durchbürsten, wenn man den im Teamfight gut platziert. Wukong jetzt startet den Drake schon mal. Man weiß, der Alistar ist gerade in der Base. Dragonfight kann beginnen. Akali mit auf der Botlane hier. Corki mit seinem Paket. 3000 AP nur noch ab. Langsam muss man irgendwie reagieren. Garen hält die gut in Schach. Nur noch Hälfte AP mit drin. Da kommt eventuell wieder das Steal. Das Steal kam diesmal nicht, aber J4 ist jetzt hier im Bedrängnis. Wird sofort down gefokust. Das sollte der erste Kill sein. Garen versucht noch rauszukommen mit der Ultimate. Schafft es auch noch mit. Der gute Yuzi, weniger als ein Balken AP. Stirbt damit weg. Schöne Orianna Ultimate. Holt er den Double Kill. Jetzt muss der Corki über die Wand flashen. Es reicht aber nicht mehr, um irgendwie zu überleben. Triple Kill für die Orianna. Ist sogar der Quadra Kill. Pentakill? Es könnte ein Pentakill sein. Außer Mumu macht jetzt den Play des Tages. Und es ist nicht der Play des Tages. Pentakill für Orianna. Ich meine, man hat den Drake nicht bekommen, aber ein Pentakill auf Orianna schmeckt richtig. Ja, gerade wenig Gold gehabt, jetzt einfach mal 5 Kills abgeräumt. Und damit konnte man sich sofort die Maske kaufen, die Träne finishen. 6000 Gold. Das tut weh. Ja, Orianna ist ein ekelhafter Held, wenn er irgendwie Head kommt. J4 muss hier direkt weggehen. Kann böse enden. Ja, kann sehr, sehr böse enden. 6000 Gold mit dem Pentakill auf Orianna. Und man sieht, Orianna ist einfach ein böser Held. Ja, wie gesagt, meiner Meinung nach Orianna mit der beste Held, den es zurzeit im kompletten Game gibt. Midlane wird reingepusht. Und jetzt kommt der Herald ab. Man hat die Lanes schon wieder geswappt. Ja, sieht man immer öfter, dass wenn man zum Beispiel den Dragon gerade getötet hat, dass man dann die beiden Duo-Lanes auf die Top packt, damit man so ein bisschen den Top-Lane-Herald dann besser bearbeiten kann. Eine Überzahlsituation eventuell hat bei dem nächsten Objective. Ist ja gerade ein bisschen da im Busch drinne. Ich bin mir nicht sicher, ob man weiß, ob die Gegner da sind. Ja, jetzt weiß man das auf jeden Fall. Die sind durch die Scuttle Vision gelaufen. 6000 AP. 4 gegen 4 aktuell. Corki muss in der Mitte noch die Wave clearen. Pentakill Orianna. Kommt mit rein. Wir schauen mal auf ihren Damage. Der ist noch nicht so hoch. Da ist der Engage von Wukong. Schöner Stil hier. Diesmal ist das umgedreht. Alistar ist jetzt hier ein bisschen gefangen. Schön Ultimate. Hält den Wukong auf jeden Fall fest. Kaiser musste auch ihre Ultimate usen. Ist jetzt aber trotzdem getötet worden vom Wukong. Ja.
Diesmal gehen die Objekte auf jeden Fall auf die Seite von Navi. Da ist der schöne Engage mit der Ultimate nochmal hinterher, hinter den Alistar. Und das ist der Kill. Ja, zwei Tode in dem Team von IW. Orianna hat da noch wenig Schaden machen können. Und es sollte sogar auch der Turm sein. Fürst Turm, Herald plus Drake. Nimmt man sich auf jeden Fall gerne mit. Sehr, sehr gerne. Zack. Den snackt man sich. Und das ist gut gespielt gewesen. Ja. Sehr, sehr guter Stil. Man hat lange gewartet mit dem Engage. Ja. Hat aber gewusst, okay, wenn man jetzt engagen kann, nimmt man sich auf jeden Fall auch einiges mit. Kaiser, muss man sagen, war da ein bisschen out of position. Ich habe gar nicht wirklich gesehen, wo sie war in dem Teamfight. Aber es tat auf jeden Fall weh für sie. Hat der Blue Buff gemacht. Dann mal die kleinen Raptoren reingepusht. Genauso wie die Midlane hier unten. Nächste Scuttle geht da, denke ich mal, wieder an Navi eSport. Katze. Hat er ihn bekommen? Bin ich sicher. Wer hat ihn? Jo, hat er bekommen. Und der nächste Drake ist auch schon wieder gleich da. Ja, Action hört hier irgendwie gerade gar nicht auf. Eine Minute ist der nächste Drachen ab. Ist der, wie gesagt, erwähne ich immer wieder gerne, der wichtigste Drache im ganzen Game. Es ist der Infernal Drake. Und goldtechnisch ist diese Xayah wirklich super ahead. Ja, sie hat das gleiche Gold wie die Orianna. Aber schon die Infinity Edge geupgradet. Kommt der Jay vor, der will irgendwie verhindern, dass man hier einen Tower macht. Den kriegt man aber auch so verteidigt. Vier Leute auf der Botlane. Kommt aber ein kleiner Reset von dem Jungler und den beiden AD Carries. Man hat noch Zeit. 20 Sekunden. 20 Sekunden hat man Zeit, bis der nächste Inferno Drake hier spawnt. Mitte. Hat er reingepusht. Toplane geht jetzt auch beide zurück, genauso wie die Orianna. 10 Sekunden. 9, 8, 7. Countdown läuft für das nächste wichtige Objekt. Dafür kommt der Jay vor. Ich weiß nicht, was er versucht hatte. Bei Engagement war der Teleport. Direkt mit von der Kali. Ich glaube, sie wusste, es wäre zu spät. Haut den Teleport sofort mit drauf. Aber man fightet noch nicht. Man pusht erstmal zusammen die Mitte aus. Sagt sich, komm. Wir pushen dann mal noch nicht rein. Der nächste Teamfight steht an. Teamfight-Chancen sind natürlich gerade bei Navi eSport. Ja, Corki mit seinem Paket. Zwei AD-Carries im Endeffekt im Team. Der eine AD-Carry super durchgefeedet. Wenn, dann muss wieder die Orianna aufräumen. Ja, letztes Mal ist der Dragon zwar an das Team gegangen von Navi. Orianna hat aber den Pentakill bekommen. Und man engaged. Da kommt die Corki. Ja, Corki W gemacht gut zum Zone. Das heißt, die Gegner, wenn sie dahin kommen, müssen durch die W durchlaufen. Da kommt der Engage von Akali. Sitzt sie alleine gegen drei Leute. Der Drake ist auch schon down. Alistar wieder. Gleiche Situation. Alistar wieder mit drin. Akali räumt da hinten aber gut auf. 1 vs 2. Tötet zwei Leute weg. Alistar wird auch noch mitsterben. Da geht er hinterher. Und da kommt der Corki Engage noch mit rein. Man kriegt nicht eine Person tot. Sehr, 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 sehr. Wirklich sehr, sehr cleaner Teamfight von Navi an dieser Stelle. Man hat nicht eine Person verloren. Natürlich der Wukong fast gestorben, aber fast gestorben ist trotzdem kein Kill. Ja. Hat man. Nimmt man mit. Man nimmt sich den Drake mit. Man nimmt sich den Tower mit. Und das sind 10k Gold Vorsprung. Sehr, sehr gut gespielt. Man hat immer noch den Herald, by the way. Ja. Der ist immer noch ab. Den kann man immer noch irgendwo platzieren. Um dann eventuell noch einen Tower mitzunehmen. Top Lane wird hier verteidigt. Garen gut gespielt auf Akali, muss man sagen. Ja. Hat er den Jungler alleine getötet? Ziemlich sicher. Alleine den Jungler getötet und hat, glaube ich, den Midlaner auch noch vom Teamfight weggehalten. Gute 10.000 Gold. Midlane wird reingepusht. Und da ist der Herald. Ich habe es erwähnt, der ist immer noch ab. Der wird gerade in der Base gespawnt. Ja. Herald hat jetzt einen langen Weg auf die Lane. Ja, sehen wir gerade, der ist hier. Da fängt er an, der wird jetzt hier rumwalken und dann eventuell Druck auf der Botlane machen. Ist aber die beste Position gewesen. Ja. Um den Herald irgendwie zu platzieren, denn man will irgendwie auch langsam um den Baron fighten. Und der Baron Nashor ist halt auf der Toplane, deswegen bietet es sich an, den Herald auf die Botlane zu packen, wenn der Baron auf der Toplane ist, damit man mehr Druck auf der Botlane hat, eventuell jemand auf die Botlane gehen muss und dann weit entfernt ist vom Baron Nashor, damit man den Baron Nashor hier angehen kann. Da ist der Gute. Er ist langsam angekommen, ist auch nicht mehr der Jüngste. Ne? Da wird reingepusht. Gragas geht in die Base. Aber man wird da auf jeden Fall noch nicht fighten. Shroud von der Kali. Wie gesagt, Botlane muss man sich eigentlich gar nicht drum kümmern. Ja, kann man einfach so chillen. Akali geht aber trotzdem und will eventuell den Gragas abfangen. Nee, fängt ihn doch nicht an. Pusht ihr sogar rein. Ja, Teleport, bin ich nicht sicher, ob sie es wieder hat. Den hat sie auf jeden Fall letztes Mal bei dem Dragonfight benutzt. Es ist böse. Ja, es sieht nicht gut aus für die Türkei. Ja, für Flash Wolves. Sie müssten dieses Game gewinnen für die Series.
Okay, ist ein Best of Two. Aber Navi E-Sport ist hier schon sehr, sehr harte Head. Sehr starke Head. Da ist Mumu. Checkt er mal rein. Die Pflanze weg. Harold ist jetzt auf der Botlane connected am Turm. Das heißt, man könnte hier langsam irgendwas engagen. Kein Team traut sich gerade so richtig. Kork ja das Paket auf jeden Fall auch wieder ab. Da kommt der NoPC. Checkt einmal mit seiner Flagge den Baron. Und ist wieder so ein kleiner Tanz. Ja, man sieht es immer öfter. Man versucht irgendwie um den Baron hier rumzutänzeln. Man muss halt auch irgendwie um den Baron rumtänzeln. Denn das ist das wichtigste Objective. Bald kommt wieder der Dragon ab. Man muss sagen, seit dem letzten Dragon, ja, ist irgendwie gar nichts passiert. Der Dragon ist abgekommen. Der Dragon wurde gemacht. Navi hat sehr gut aufgeräumt. Und seitdem ist nichts passiert. Und der nächste Drake ist auch schon wieder ab. In 45 Sekunden. Das gute Team von IW steht hier nur am Baron mit herum. Sekunden. Nächster Dragonfight. Corki geht in die Base, hat kein Paket. Paket hat er benutzt. Vor einiger Zeit. Letzte Runde hat das Paket sehr, sehr gut gezoned. Na, hat die Gegner nicht rangelassen an den Dragon. Und ich bin mir ziemlich sicher, ja, wenn der Fight ähnlich ausgehen sollte, wie die letzte Runde, dann kann Navi das Ding hier ziemlich schnell zumachen. Ihr seht den Schaden. Ja, Xayah ist so head. Die baut jetzt gerade schon ihr viertes Item mit 12.000 Gold. Dragon ist gespawnt. Ich bin ziemlich sicher, den kann man relativ schnell angehen. Akali hat hundertprozentig einen Teleport ab. Ja, man geht auch gar nicht mehr. Okay. Flash, Wildcats weiß es hier auf jeden Fall, dass man den Dragon irgendwie nicht contesten kann. Den lässt man einfach sterben. Jupp. Den Dragon nimmt man sich hier weg. Der ist gratis. Und damit hat man drei Dragon in der eigenen Tasche. Und man kriegt leider das Problem. Ja, was macht IW? Man kann nichts mehr machen. Man kann nichts mehr tun. Ja, man kommt nicht aus der Base raus, man kommt nicht aus seinem eigenen Jungle raus. Man kann keine Objectives contesten. Und man kann einfach nur warten und hoffen, dass man irgendwie jemanden catchen kann, der irgendwie einen Overstep macht. Und außerdem, Pentakill auf Orianna ist noch nicht so viel passiert. Von der Seite von Istanbul Wildcats. Und ich sag mal so, ja, der Dragon ist jetzt wieder gefallen. Der wurde nicht contestet. Und ich denke auch, dass hier wenig wieder versucht wird zu engagen. Der gute SkyFL hat hier jetzt ein Packet wieder ab. Dummes Gandalf. Gragas geht gerade in die Base. Okay, jetzt will man aktiv auf jeden Fall eine Trap starten. Ich denke, man wird auch ungeduldig. Ja? Bei Navi Esport, man weiß, man ist super viel Gold ahead. Man weiß, die ganzen Drachen sind auf der eigenen Seite. Man muss auch irgendwie langsam das Ding zumachen. Oh, das könnte eventuell was werden. Nee, schaltet sich dagegen. Der Baron ist gerade gepult. Macht hier ein bisschen Damage auf das Team von Navi Esport. Aber da wird man auf jeden Fall nicht weitermachen. Dafür sind einfach viel zu viele Leute am Leben. In die Mitte wird wieder reingepusht. Irgendwie traut sich gerade niemand irgendwas. Ja, die schauen sich alle gegenseitig an und sagen, jetzt sollen wir engagen oder sollen wir doch nicht engagen. Wollen wir hier mal das machen? Och nee, machen wir doch nicht. Wir gehen mal wieder zurück in die Base. Ich kaufe mir auch noch mal ein Item. Oh, ich will mir auch noch was kaufen. Schwierig. Ja, es passiert sehr, sehr wenig gerade. Man traut sich hier wirklich wenig. Ja, muss man sagen. Es liegt aber auch daran, es ist natürlich das letzte Game. Der Leute, das Team, was dieses Game gewinnt, gewinnt natürlich auch die Series. Und in so letzten Games, guter Schaden, 2 Hits, Hälfte AP. In so Games, worauf es drauf ankommt, ja, da passiert immer relativ wenig. Ich muss aber auch sagen, Late-Game-mäßig wird Navi aber gewinnen. Ja. Das heißt, auch wenn Navi jetzt ein bisschen länger wartet, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie das Late-Game gewinnen würden. Er hat zusammen mit Corki, mit Akali und die outscalen die komplett. Die haben 3 Drachen. Von daher kann sich Navi auch Zeit lassen, ja. Derjenige, der Probleme hat mit Zeitdruck, ist wirklich IW an der Stelle hier. Und es wird einfach nur gefarmt. Es wird seit 5 Minuten gefarmt, Leute. Was ist hier los? Es wird nur gefarmt. Nur gefarmt. 15.000 Gold Vorsprung. 3 Drachen für Navi. Und man lässt sich Zeit. Man sagt sich, komm, wir lassen das einfach mal so ein bisschen weiterlaufen. Baron. Vielleicht diesmal. 16 Minuten sind wir schon im Spiel, fast 17 Minuten. Eventuell ist es diesmal der... Jo, endlich passiert was. Der Baron wird hier gestartet. Und das könnte der letzte Teamfight werden. Da ist der gute Garen, ist jetzt hier in der Backline. Und da ist der Bait gewesen von dem Baron. Und man geht direkt rein auf den Engage.
Akali in der Backline tötet da auf jeden Fall die erste Person, da ist der RDC schon mal tot. Der gute Garen tötet auch noch den zweiten, beziehungsweise Akali. Flankton muss ja auch noch weg, stirbt auch noch weg. Und das sollte, denke ich mal, das Game gewesen sein. Ihr seht, der Schaden ist einfach viel zu krass. Da kommt auch mal der Corki mit rein. GG, das war der Ace und das war das Game für Navi eSports. So schnell kann es gehen. Ja, man muss einfach nur einfach mal, man muss einfach mal was machen. Ja, mit dem Vorsprung und den Dragons kann man es auf jeden Fall finishen. Das war die Runde. Ja, man muss sagen, Navi hat das ziemlich dominiert, das Game. Ich hätte gehofft, dass es irgendwie noch anders verläuft. Schöne Runde, gut gespielt von Navi, ein Reverse Sweep hier. Erste Runde hat ja IW gewonnen und damit GG an das Team. Sauber runtergespielt. Nicht bad, nicht bad. Natürlich hat man sich irgendwie ein bisschen mehr Zeit gelassen. Man wollte nicht, dass hier irgendwie noch was verloren geht. Das war das letzte Game dieser Series von Navi eSport gegen Istanbul Wildcats. Schaut gerne Social Media von den Veranstaltern vorbei. Das sind die hier. Gerne, gerne vorbeischauen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Wie gesagt, ich denke, hier Mumu hat hier sehr, sehr gut durchgecarried. Okay. Sehr, sehr hart. Dadurch, dass er halt im Early Game diese Kills bekommen hat. Das hier war so ein Comeback-Punkt. Ja, der Pentakill von Gandalf, aber am Endeffekt konnte man nichts mehr machen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ja, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut. Bis gerne. Ciao, ciao.